Hallo, hallo, schönen Nachmittag, ihr Lieben. Ja, ich wollte doch mal was teilen mit euch. Ich bin jetzt hier nochmal an diesem Wakeboard-Lift, wo mein Sohn sich vergnügt. Und habe ein bisschen Zeit. Ich hatte heute nochmal eine Massage. Eine wunderbare Massage von einer anderen Lady, als von der ich schon mal erzählt habe. Und da kam mir so dieser Gedanke der Mitgefühlsfalle. Und zwar, wir werden ja alle erzogen, Mitgefühl zu haben. Es ist wichtig, mitfühlend zu sein, Mitgefühl, Verständnis für andere zu zeigen. Und was da eigentlich für eine Falle dahinter steckt, ist, dass wir uns durch Mitgefühl, durch dieses, wenn wir nicht wissen, wie wir Mitgefühl beobachten, bewerten oder einordnen sollen, dass wir uns dann an einen Ort, in einen Raum begeben, in den wir uns nicht freiwillig oder freiwählend begeben. Was meine ich damit? Wenn du Mitgefühl hast mit jemandem oder mit einer Situation oder mit einer Geschichte, dann fängt diese Geschichte, die Energie dieser Geschichte, umgarnt dich. Die fängt dich ein. Und das kann gefährlich sein. Das ist eine Falle, weil dein System, dein Unterbewusstsein, das nimmt alles so, wie du es präsentierst. Dein Unterbewusstsein, das unterscheidet nicht, das unterscheidet nicht, ob das jetzt dein Gefühl war oder ob es nur ein Mitgefühl ist. Du fängst an zu fühlen. Und fühlen ist absolut entscheidend. Gefühle sind Energien, Energien sind Informationen. Und diese Informationen eröffnen Räume, eröffnen Seinszustände. Und ob das jetzt Mitgefühl ist oder ob es dein eigenes Gefühl ist, das kannst du schon unterscheiden wollen. Aber letztendlich, alles, was du fühlst, ist deins. Du kannst zwar auch sagen, es ist nicht meins und ich fühle es, aber für dein System ist es dennoch deins, weil es ist deins, es ist deine Welt, das ist dein Universum. Es ist dein System, es ist dein Unterbewusstsein. Und hier geht die Falle auf, weil du unter falschem Deckmantel kommst du in einen Gefühlszustand durch Mitgefühl, der nicht deiner ist, in dem du dann mitgefangen bist und überhaupt nicht hilfreich. Absolut überhaupt nicht hilfreich. Mitgefühl ist ein Gefühl, das keinem hilft. Es hilft weder dir, noch hilft es dem, mit dem du fühlst, wenn es ein negatives Gefühl ist. Wenn es natürlich etwas Erwünschtes ist, etwas, was du dir wünschst, etwas, was man sich wünscht, etwas, was positiv ist, etwas, was erhebend ist, dann dupliziert, multipliziert Mitgefühl die Information dieses wunderbaren Gefühls, dieser Freude, dieses Gewinnes. Aber Achtung, es geht eben auch andersherum. Und in unserem Sprachgebrauch ist Mitgefühl eigentlich immer ein negatives Gefühl. Wir erwarten Mitgefühl, wir erwarten, dass andere unsere negativen Gefühle mitfühlen, mitverstehen. Und wir begreifen nicht, dass diese Erwartung nach Mitgefühl einfach mehr von dem Scheiß anzieht und nicht hilfreich ist, da rauszukommen aus einer Situation, aus einer Vorstellung, aus einer Geschichte, aus einer Kreation, aus einer Manifestation, die nicht gewollt ist.
Also hier ist es auch anders, als es ursprünglich uns beigebracht worden ist, dass wir Mitgefühl haben sollen mit den armen Menschen. Wir sollen den Teller aufessen, damit dass die armen Kinder in Afrika, weil die haben ja nichts zu essen und so weiter und so fort. Und das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist zu wissen, wie gehe ich damit um, wenn mir ein Gefühl begegnet, wenn mir ein Umstand begegnet, wenn mir ein Mensch in einem Gefühlszustand begegnet, der negativ ist, aus dem er unbedingt heraus möchte, aus dem ich diesem anderen Menschen heraushelfen möchte oder auch mir heraushelfen möchte. Weil letztendlich ist es egal, wir sind alle verbunden und gerade Mitgefühl verbindet uns noch mal mehr. Und wenn du dich mit jemandem in Mitgefühl verbindest, ist es umso wichtiger, dass du der anderen Person und auch dir selber aus dieser Gefühlssituation, aus dieser Energie, aus dieser Geschichte heraus hilfst. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich eine andere Geschichte zu erzählen, die Geschichte von einer anderen Perspektive zu sehen, das Positive darin zu sehen, einfach anzunehmen, dass das Leben für mich ist, dass das Leben für jeden anderen ist, das Ganze dem Göttlichen übergeben. Das heißt nichts anderes wie als das Ganze dem Guten übergeben, der Perfektion, der Energie, der Liebe in die Liebe zu verwandeln, in die Perfektion zu verwandeln. Und dann muss ich aber da raus, weil ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Ich kann nicht einen negativen Mitgefühl mitmachen und den anderen scheinbar unterstützen und selber in einer anderen Situation zu sein. Und da ist es so wichtig, dass wir lernen, uns zu erlauben, hier die Energie zu drehen, die Situation zu drehen, die Ansicht zu drehen und uns nicht schlecht zu fühlen, wenn wir scheinbar kein Mitgefühl haben. Weil Mitgefühl ist nicht hilfreich. Und ich weiß, man wird dann oft angesehen oder man kriegt das Gefühl, man wird als lieblos oder einfühlungslos betrachtet. Aber das ist nicht so, sondern du bist wirklich nur hilfreich, wenn du weißt, was Mitgefühl bedeutet. Wenn du weißt, dass Mitgefühl einfach ein energetischer Zustand, ein Raum, wie ich auch gestern im Video gesagt habe, einen Raum eröffnet und du entscheidest, wer in diesem Raum ist und wenn du möchtest, dass diese Person in einem anderen Raum ist. Dann musst du für die Person einen anderen Raum eröffnen, aus einer anderen Energie, aus einer anderen Vorstellung und natürlich die Person auch in einer anderen Version sehen und zwar nicht in der armen Person oder in der Person, die Liebeskummer hat oder die Person, die Geldschwierigkeiten hat. Ja, weil wir sind so oft mit Mitgefühl beschäftigt und merken gar nicht, dass wir eigentlich auch oft unsere eigene Misere auf andere oder auf andere projizieren oder unsere eigenen Vorstellungen auf andere projizieren. Und so kommt es zum Beispiel auch oft, dass wir im Geldbeutel von anderen Menschen rumdenken, dass wir uns Gedanken machen, was für einen anderen Menschen vielleicht zu teuer ist, was ein anderer Mensch sich leisten kann und so weiter und so fort. Und wenn wir uns ein für alle Mal dafür entscheiden, und gerade jetzt hier im Urlaub, wo ich das sehe, fällt mir das so krass auf, ja, dass ich wirklich mich, dass die Menschen auch hier in einem ermächtigten Licht sehe und dass ich den Menschen so sehe, dass er ein grandioses Leben für sich auf die Beine stellt. Und auch wenn er offensichtlich hier jetzt wenig Geld hat und viel arbeiten muss für wenig Geld, dann entmächtigt diese Person nur, wenn ich sie aus Mitleid oder mitfühlender Perspektive ansehe. Aber ich hinterlasse so einen guten Eindruck energetisch bei jedem Menschen, wenn ich sein Potenzial sehe, wenn ich sein Potenzial in meine Gedanken bringe, seine höchste, größte Version sehe
dass er reich ist, dass er gesund ist, dass er perfekt ist in allem, was er tut oder sie in ihren Beziehungen. Und damit habe ich Wirkung erzeugt, und zwar Wirkung für mich und für andere. Und das ist das, was wir übrigens alle so sehr wollen und so sehr anstreben, dass wir Leuten helfen. Aber wie wirklich zu helfen ist, das hat uns niemand wirklich beigebracht. Und du hilfst wirklich dann, wenn du vielleicht das Mitgefühl kurz mal wahrnimmst, dann erkennst, was es ist, und zwar ein energetischer Zustand, in dem du jetzt mitgefangen bist, warum auch immer, und aus dem du dich jetzt ganz schnell wieder rausdrehen kannst und die ganze Geschichte, die ganze Story, alles, was in deinem Kopf läuft, umdrehen kannst und somit zum Meisterschöpfer wirst für dich und andere. Und das geht nur in dir. Du musst gar nichts machen, ja? Wir glauben immer, wir müssen so viel machen und wir müssen hier unterstützen und wir müssen hier spenden. Dagegen sage ich überhaupt nichts, aber die Hauptarbeit und das, was am allermeisten Wirkung erzielt, ist deine innere Arbeit, deine innere Ansicht zu verändern über andere Menschen, über andere Lebenssituationen, über die Welt. Das ist so, so kraftvoll. Es ist so kraftvoll. Und das zu lernen und das aufzudecken, wo ich immer noch in Pfade marschiere, in die ich nicht reinmarschieren will, weil ich so konditioniert bin, weil man mir das so beigebracht hat, weil ich nicht weiß, wie es wirklich geht, wenn ich Mitgefühl habe, wie ich damit umgehen kann, dass ich wertvoll bin, dass ich eben göttlich bin und dass ich alle in meinen göttlichen Raum nehmen kann und dort alles transformieren kann. Jeden Menschen, jedes Tier, jedes Objekt, jede Situation. Erinnere dich daran, überlege selbst, was Mitgefühl für dich macht, wo du Mitgefühl fühlst und merke einfach nur, wenn du da reingehst, wie sehr du dich und die anderen entmächtigst. Und uns selbst zu ermächtigen, um andere zu ermächtigen, das ist eins der wichtigsten Dinge, zu denen wir hier auf Erden gekommen sind, um herauszufinden, wer wir wirklich sind, in die Kraft einzusteigen und aus dieser Kraft heraus für uns ein grandioses Leben zu erschaffen und wissen, dass da, wo du bist, in deiner Perfektion, in deiner Liebe, in deiner ermächtigten Version, andere auch ermächtigt und erhoben werden. Und das ist etwas, was gerade in der Mastermind, die Frau, die alles hat, so deutlich zu sehen und zu spüren ist. Jeden Tag kommen wir Themen, Perspektiven und Ansichten auf die Spur, wo wir eigentlich wirklich das Beste wollen, aber in der Art und Weise, hier das Beste zu leben und anzustreben, uns so beengt haben und uns so unterjocht haben, dass wir nicht das erreichen, was wir wollen. Und dann sind wir nachher letztendlich super frustriert, weil wir uns so sehr anstrengen. Dabei geht es nicht, dass wir uns anstrengen müssen oder besser sein müssen, sondern wir müssen mehr verstehen, wer wir sind. Wir müssen mehr verstehen, wie wir schöpfen, wie wir kreieren durch unsere Gedanken. Jeder Gedanke ist eine Kreation und diesen Gedanken folgt eine Emotion, diesen Gedanken folgt ein Gefühl, dann folgt der ganzen Geschichte ein Bild, ein Film. Und schon sind wir ganz klar im Schöpfungsprozess. Und wir befinden uns die ganze Zeit im Schöpfungsprozess. Und mehr Menschen, wenn mehr und mehr Menschen das verstehen und anwenden und umsetzen, verändert sich die ganze Welt. Und es fängt innen an. Es fängt nicht an daran, was du tust, wie du dich engagierst, wo du Widerstand machst, wo du kämpfst. Das sind nicht die Tools, die funktionieren. Das sind die Tools, die machen müde. Das sind die Tools, die laugen aus. Das sind die Tools, die frustrieren.
Aber wenn du lernst, deine inneren Tools mit deiner inneren Arbeit einzusetzen, dann veränderst du jeden Moment die Welt. Wenn dich das anspricht und wenn du bereit bist, das jetzt für dich zu tun und für dich einzustehen und zu sagen, ja, ich verändere jetzt meine Welt und ich weiß, dass ich Schöpfer bin, ich weiß, dass ich göttlich und perfekt bin und ich bin bereit, den ganzen Bullshit abzuladen und loszulassen und dem Scheiß auf die Spur zu kommen, das mich so klein macht, das mich so unglücklich macht, das mich so eingeschränkt macht. Dann lade ich dich ein, zu kommen in die Frau, die alles hat, in das Mastermind. Es sind 10 Wochen für dich in wunderbarer Begleitung, einerseits durch die Gruppe, durch mich und durch deine persönliche Mentorin an deiner Seite. Und es gibt nur Erfolgsgeschichten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es geht um alle Themen. Du kannst alles verändern. Du veränderst Geld, du veränderst deine Beziehungen, du veränderst deinen Partner, du veränderst deine Kinder, du veränderst dein Business, du veränderst deine Gesundheit, du veränderst deinen Körper, wenn du das Prinzip verstanden hast. Und es ist ein Prinzip, das anzuwenden, umzusetzen, eine Lebensweise. Das ist nicht etwas, was du einmal machst, sondern es ist tatsächlich ein State, ein Zustand, ein Geisteszustand, ein Denkzustand, ein Seinszustand, den du dir durch deine Ansichten und Sichtweisen erschaffst. Und nicht, weil du Tools anwendest oder so, sondern du wendest die Tools an, um einen Seinszustand zu erschaffen. Und da ist alles drin. Du wendest die Tools an, um diesen Raum zu erschaffen. Der Raum, der Weltraum. Hallo, was ist denn das Wort Raum? Ja? Gestern habe ich mehr in der Analogie von Raum gesprochen. Du erschaffst den Weltraum, den Lebensraum. Du erschaffst alles, worin du dich befindest. Werde dir dieser Kraft und Power bewusst. Da geht es darum, hier neuronale Netzwerke, Denkweisen, Ansichten so krass zu verändern, dass es neu wird. Und da musst du nicht jemand anders sein, da musst du nicht herzlicher sein, da musst du nicht mehr lieben, da musst du nicht göttlicher sein, sondern da musst du nur aufhören, Zeugs zu glauben, zu machen, zu tun, davon überzeugt zu sein, dass deiner göttlichen Natur entgegensteht, widerspricht und ablöst. Ja, das war mein Video für heute. Also schau dich um, schau nach den Bewertungen, stell deine Fragen, die du hast. Ich kann dir nur empfehlen, befreie dich, befreie die Frau in dir, die alles hat, weil es geht hier nicht darum, um alles Materielle zu haben, sondern die weiß, dass sie alle Fähigkeiten hat, alles Materielle, alle Seinszustände, alle Lebenszustände, Umstände nach ihren Vorstellungen zu kreieren, weil alles da ist. Und das ist die Frau, die alles hat. Das ist nicht in erster Linie die Frau, die Porsche fährt. Sie fährt auch Porsche, wenn sie Lust drauf hat. Die macht eine Weltreise, wenn sie Lust drauf hat. Die hat ihren Lebenspartner, Liebespartner an sich. Die hat ihr Liebesbusiness an sich, erschaffen. Sie orientiert sich nach ihren Wünschen und weiß, dass jeder Wunsch, den sie hat, dazu da ist, umgesetzt zu werden und in die Welt gebracht zu werden. Es ist wie eine Geburt. Jeder deiner Wünsche ist wie du bist schwanger und es ist da, um geboren zu werden, um die Welt zu bereichern. Dazu sind deine Wünsche da. Und wenn du das begreifst, dann wirst du sowas von frei. Und es ist einfach so unglaublich zu sehen, wie jede Frau in diesem Mastermind sich befreit und täglich mehr befreit und es fließen Tränen der Erleichterung und der Freude, der Erkenntnis, weil Lasten abfallen, die einfach nur lügen. Es sind nur Lügen, die abfallen und die wiegen so schwer, dass sie uns krank machen. Und damit ist jetzt Schluss. Ein für alle Mal. Wir können alles kreieren, wir können alles haben. Wir müssen unseren
Verstand unter Kontrolle zu bringen, und das können wir. Also ganz liebe Grüße und bis bald. Ciao.